Nein, es ist in Ordnung. So, meine lieben Freunde, die nächste Folge unserer Session hier startet. Jawohl, und wir suchen jetzt, wie hier in der letzten Folge schon bereits gesagt, nach einem Let's Play Rust. Und ich habe gerade ein bisschen Holz gesammelt. Ich habe gleich... Wo bist du überhaupt? Ich habe gleich 3 250er Stacks Holz. Hier auf, oben auf dem Hügel. Jawohl, wir haben ziemlich viel Holz. Komm. Warte, ich hole noch, ich nehme noch den Baum hier mit. Jawohl, Junge, wenn man die Renderqualität etwas höher stellt, dann sieht man die Haare auf der Hand. Also ich sehe die Haare auf der Hand, obwohl ich die Renderqualität runter habe. Hey. Okay, wo sollen wir denn erst unser Haus hinbauen? Komm mit, ich habe da eine Idee. Ja, ja, ich komme. Ey, da hinten ist schon wieder ein Tier, lass das eben jagen. Ja, okay. Ein Bärenhunter 2.0. Lock an. Ich mache es, ja. Dann mach. Ey, da ist noch ein Wolf. Ich lock erst den Wolf an. Scheiße. Okay. Das nennst du anlocken? Warte, die Klappe, aber du hast viel mehr gefällt mit deinem Headshot. Ja, und da hatte ich aber das Handy nebenbei noch. Scheiße, mach den kalt, der legt die ganze Zeit die Pfeile weg. Jawohl, 3 Schüsse für die Shotgun. Hast du getötet? Ja. Oh. Ich lock den Bären an. Hey, da bewegt er sich gerade dann. Hui, in den Arsch! Zack. Ey, nur eine scheiß Spitzhacke. Junge, die gibt's hier wirklich hier in Satamia. Boah, das brauch ich alles nicht. So, komm, dann gehen wir. Jo. Lass uns mal da hier über den Berg gehen und gucken, was dort ist. Ja, okay. Jawohl, und dann suchen wir ein hübsches Häuschen. Sollen wir das so ähnlich bauen wie das, das wir angefangen haben? Mal gucken, ja, so ähnlich eigentlich. Okay. Ich hab ja schon eine Metal Door, das ist sehr gut. Dass dann jeder auch immer so ein Zweierzimmer hat. Wie wär's hier unten? Warte, hier so. Guck mal. Weiß nicht, ist das nicht vielleicht so schräg? Lass mal noch ein bisschen weiter. Hey, guck mal. Komm mal zu mir. Guck mal, von hier aus kann man die Stadt sehen. Geil. Das wäre super, dann hätten wir hier unser Haus, könnten dann auch hier auf die Felsen raufgehen und hätten so eine Art Aussichtspunkt. Und ja, aber ich weiß nicht, hier oben geht's zu steil hoch. Ich weiß nicht, ob das kommt nicht hin. Komm mal weiter. Hier, oder hier, warte, hier ist es eher flacher. Ja, okay, oder da, da ginge natürlich auch. Lass uns das hier hinter den Felsen bauen. Hier ist es alles schön eben, soweit. Ja, okay. Hier so irgendwie. Dann mache ich gleich schon mal ein paar Foundations. Ja, hier ist gut. Wo erstmal ein paar Wood Planks. Wo bist denn du? Ich stehe hier am Anfang der Felsen. So, ich mache mir jetzt mal eben 50 Wood Planks, ne? Mach. Komm mal hier hin, wo ich bin. Mache ich gerade. Hier ist gut, wo ich stehe. Junge, ich hätte mir auch 70 Woodplanks machen können. Ich mach mir erstmal nicht so viele. Ja doch, ich werde erstmal 20. Ja, ich werde aber alles für das Haus aufbrauchen, deswegen. Der Metal Doorway passt da ja nicht rein, oder? Doch, Metal Doorway passt in eine normale Tür. Jawohl, da hinten können wir sogar das Meer sehen. Nicht. Ich hab nämlich ein Metal Doorway, 2 Stück. Jawohl, super. Wie viel Foundations machst du? Ich mach erstmal 4. Okay. Nee, warte, für den Eingang nehmen wir 6. Das 6? Heißt, ja. Bekloppt mit 6 Foundations. Wirst du sehen. So, 6 das Foundations. Alter, ich will das Haus nicht wieder so, dass man da 10 Jahre für braucht, bis das mal zu ist. 180 Sekunden. Nein, das ist der Eingang. Da machen wir dann 3 Türen, Türeingänge hin und der Rest ist Wand oder Fenster. Das ist so unnötig, Junge. Mach du schon mal 3 Türeingänge.
Junge, das ist unnötig. Mach! Nicht so viele Türeingänge, Alter. Da müssen wir insgesamt 6 Türeingänge oder so machen. Das ist so Verschwendung. Hä, was für 6 Türeingänge? 3 reichen. Ja, Junge, 3. Allein nur für den Eingang. Und dann kommen noch die Zimmer. Ja, nein, Junge. Einer für den Eingang, 1 und 2 für... Junge, dann sag das nur. Du hast gesagt, 3 Türeingänge für den Eingang, hast du gesagt. Hab ich nicht. Ich hab gesagt, 3 Türeingänge. Ja, ja. Nein! Junge, lass es doch. Auf. So, ich hab jetzt einen Wood Door. Ich hab jetzt einen Wood Doorway und einen Metal Doorway. 2 Wood Metal Doorway. Dave. Warte, bleib mal da. Junge! Netter Arsch. Knackpo. Ey, du hast Haare, Alter, rasier dich mal. Okay. Warte, bleib mal da stehen, so. Tschau. Ey, Junge, wegen dir blute ich. Hör auf jetzt. Ja, Mutter, wenn du hier nackt rumläufst mit deinen Sackhaaren, ey. Ich rasier dich. Ja, nicht für dich. Junge. Jetzt hör auf und mach deine Foundations. Ja, hör du auf. Ja, dauert nicht eine Minute. Jawohl, guck mal, wir haben die perfekte Aussicht auf den Felsen. Weißt du, was wir machen könnten? Wir könnten eine Treppe hoch zu diesem Felsen machen und dann da oben den Aussichtspunkt machen. Im Bock. Junge! Lass es mit keinem Bock! Ey. Lass es. Okay, hören wir jetzt endlich mal auf. Ja. 17 Sekunden noch. Junge, mach auch mal was. Ja, Junge, hab ich doch schon. Wenn du schon so viele Foundation machst, reicht erstmal. Junge. Ich mach schon mal ein paar Pillar. Genau. Ja. Und 6 Foundations. Erfolgreich gecraftet. So, den ersten stellen wir hier hin. Da kommt der zweite. Der dritte. Der vierte. Mal sehen, den kann ich dahin machen. Noch dahin. Zack. Zack. So, das ist der Flur. Junge. Ja, der Eingangsbereich dann halt. Junge! Was? Übertreib's nicht. Mit Eingangsbereich. Ey, ich kann nur. Es sind mir nur zwei Wood Planks übrig geblieben. Was? So. Unser Haus, das ist nicht schön. So, jetzt 20 Woodplanks wieder. Dann habe ich mein ganzes Holz aufgebraucht. Warte mal, ich guck mal, ob die hier gehen. Jawohl! Befehle gehen. Deswegen muss ich gleich mal / remove ausprobieren. Sehr gut. Ey, es wird gleich wieder Nacht. Ich mach noch ein Foundation, ne? Für den Eingang. Jo. Hä, nein, warum noch ein Foundation? Ja, guck mal, wo ich bin. Hier dann so, und da kommt dann die Eingangstür hin, dass das so ein längerer Weg ist. Ja, okay. Jawohl, gut, jetzt mache ich ein paar Pillars. Ich hab schon 6, ne? Oh, okay. Also mach nicht so viele. Ja, ich mach jetzt erstmal 4 dann. Okay. So, 3, 2, 1, 0. Gib mir die Pillars. Nee, ich will damit gleich was ausprobieren. Okay, warte, dann setze ich die hier mal. So. So, jetzt hier ein Pillar. Schön drauf achten, hier ein Pillar.
Okay, ich habe ja auch meine ein bisschen hingetan. Mal jetzt sehen, wie viele brauche ich noch? Eins, zwei. Von wegen Metal Doorway passt hier rein am Arsch. Passt der nicht? Nicht? Nee. Ey, dann braucht man auch Metal Pillars, toll. Egal, schade. Oder man braucht Metal Foundation, das kann auch sein. Ja, man braucht sicher beides. Okay, noch zwei Pillars. Hast du noch zwei Pillars, dann tu die hier noch hin. Im Haus selber reicht aber eine normale Tür, ne? Also im Haus selber reicht eine normale Tür, ja? Ja, ich kann aber mal zwei Pillars hin. Ich kann aber auch noch eine Holztür, eine Eisentür verbrauchen. Okay. Wo Pillars? Da siehst du doch, wo die hin müssen. Hier eins hin an die Ecke. Dann hier eins hin. Dann hier, wo ich stehe, eins hin. Genau, und dann da hinter dir noch eins. Hier? Jo. Nee, Moment. Doch. Ja, hier, da wo ich jetzt stehe. So, und wir haben hier sogar noch ein Fenster. Ich habe immer noch einen Pillar zur Verfügung. Tja, brauchen wir nicht. Dann hebt den auf. Für die Zimmer, die wir uns dann jeweils machen. Okay, ich mache dann noch eine Wand. Die kommt genau gegenüber. Hol du schon mal ein bisschen Holz noch. Oder ich mach noch Wände. Ja, ich kann auch nur noch eine Wand machen. Ich mache jetzt erstmal zwei. So, das wäre dann so ungefähr der Eingangsbereich. Ich hole mir dann ein bisschen Holz. Jo. Sieht doch schon mal sehr gut aus. Ja. Für einen Flur. Und wir machen 6 Stockwerke. Vertreib's nicht, aber können wir machen. Ja, so eine Art Wohnungshaus. Wir bauen das einfach nach einer Zeit hoch. Oder wir machen an einer ganz bestimmten Stelle, bauen wir es sehr hoch wie ein Turm. Ja, wie wär's? Also wir machen, oder? Lass noch mal so einen extra Treppenflur machen. Also wir legen hier ein Foundation hin. Guck mal. Ja, und dann ganz viele Treppen. Ich weiß schon, was du meinst. Nein, hinter dir. Guck mal, hier. Also hier ein Foundation. Und davor dann eine Tür. Sodass man da dann nur über eine Tür reingeht. Und dann hat man hier so ein Treppenhaus, wo man dann mit den Treppen nach oben gehen kann. Ja, da kann man aber von außen rein, das weißt du schon, ne? Ja, dahinter machen wir dann ja die Wand zu. So, okay. Und da haben wir ein Treppenhaus. Und mit dem Treppenhaus kommen wir dann auch auf die verschiedenen Etagen etc. Okay. Schade, dass man von einem Baum immer nur jeweils einen Wood abholzt. Ja. Ja. So. Wir sind immer noch die einzigen auf dem Server, ne? Kann sein, ja. Jawohl, gut. Mal sehen, jetzt habe ich wieder 66 Wood. Warte mal. Ich probiere das nochmal aus. So. Junge, wie fährt dieser Baum? Ich habe hier so doppelt so lang wie an einem normalen Baum dran gesessen. Junge. Ja. So. Planks. Bis ich keine mehr habe. So, jetzt mache ich mir nochmal 19 Planks. Danach muss ich wieder Holz holen. Jo. Lass uns das jetzt erstmal hier alles weitestgehend zubauen, damit wir dann direkt Furnace und so hin machen können. Ja, deswegen hole ich ja gerade Holz, um genug Wände und auch Fenster. Wir müssen doch wieder Foundation machen wegen Zimmern, ne? Direkt. Ja, aber als erstes, mal sehen, ich habe jetzt 100 Holz, exakt 100 Holz, heftig.
Wie viel machst du gerade Wände? Auch gerade erstmal, ja, mache ich. Okay, übrigens, sag mir mal das Türpasswort oder leg ans fest. Hier muss ein Türeingang hin. Ja, warte, Moment, die Folge ist zu Ende. Ja, mache ich jetzt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.